Einer inneren Eingebung folgend und unter der freundlichen Mitarbeit des bischöflichen geistlichen Rates Hugo Wagner aus Eslarn, welcher die Texte verfasste, komponierte Franz Peierl im Jahr 1974 die Oberpfälzer Volksgesangsmesse, bestehend aus 20 Musikstücken und Liedern in Oberpfälzer Mundart. In vielen Gotteshäusern der näheren und weiteren Umgebung wurde sie seitdem bei festlichen Anlässen, hauptsächlich aber bei Trauungen, aufgeführt.
barmherziger Vater im Himmel dort oben. Lass uns herund auf Erden die loben. Den bitteren Tod lass uns überleben. Das himmlische Leben dürf du uns geben. Dass wir voll Glückseligkeit dich loben und preisen in Ewigkeit. Amen. Die Stärke von Franz Peierl waren die Volksmusik und der Volksgesang. Und viele Urkunden und Pokale legen Zeugnis ab von der unermüdlichen Kleinarbeit an der kulturellen Musikerziehung der Jugend.
sei uns allzeit eine starke Helferin beim hellen Tag in finstre Nacht, weil wir sonst ohne die verlassen sind. Zeig uns dein Gnad, deine große Macht, weil wir sonst ohne die verlassen sind. Zeig uns dein Gnad, deine große Macht. Wir schauen auf die, du unsere Fürsprecherin, in Krankheit, Leid und große Not. Wir drung dein Bild ganz tief im Herzen drin. Wir brauchen die, wie's täglich braucht. Wir drung dein Bild ganz tief im Herzen drin. Wir brauchen die, wie's täglich braucht. Glauben und Vertrauen, wir loben dich zu jeder Zeit. Auf deine Hilfe wir zuversichtlich bauen, o Mutter der Barmherzigkeit. Auf deine Hilfe wir zuversichtlich bauen, o Mutter der Barmherzigkeit.1977 hatten vier Gruppen, nämlich ABBA mit Money 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 und Knowing Me Knowing You, Smokey mit Living Next Door to Alice und Lay Back in the Arms of Someone, Baccarat mit Yes Sir I Can Boogie und Sorry I'm a Lady und Bunny M mit Sunny, Ma Baker und Belfast. Mehrere Nummer 1 Hits in einem kalendarischen Jahr. Lediglich 1968 gab es diese Konstellation schon einmal. 1977 war aber auch das Jahr, in dem 16 Mitglieder des OWVA Pfrensch im Vereinslokal Krapf den gemischten Chor des OWVA aus der Taufe hoben. Aus urheberrechtlichen Gründen können die vom Chor gesungenen Lieder hier leider nicht wiedergegeben werden.
Selbstverständlich ließ es sich der Chor des Oberpfälzer Waldvereins nicht nehmen, seinem Leiter Franz Peierl zu dessen 65. Geburtstag am 24. März 1982 ein Ständchen zu singen. Das ist ein Ständchen zum 65. Geburtstag. Fahrer ist eine Jugend. Das Gute und guter Segen zu einem Geburtstag. Einen einmaligen Ohrenschmaus bekamen die vielen Besucher der Nikolauskirche in Burkhardsried am dritten Adventssonntag des Jahres 1984 nachmittags bei einem Adventssingen des OBV Pfrensch zu hören. Musiklehrer Franz Peierl und Organist Michael Wurzer hatten ein ausgesuchtes Programm gewählt, das die Besucher der Nikolauskirche begeisterte. Der Chor des Oberpfälzer Waldvereins Pfrensch und die Stubenmusi setzten mit dem Andachtsjola den Schlusspunkt unter ein durchum gelungenes Konzert. Die Ortschronik Pfrensch von Gerhard Krämer, im Pfrensch besser bekannt als Schlosser Gerhard,
enthält hinsichtlich des gemischten Chores des Oberpfälzer Waldvereins Pfrentsch folgende Ausführungen. Bekannt war auch die Gesangsgruppe, die sich jeden Mittwoch zur Gesangsprobe und zum geselligen Beisammensein im Lokal traf. Es waren schöne Abende, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere. Dieser Gesangsgruppe gehörten teilweise über 30 Personen an. Sie bestand in den Jahren 1977 bis 1991 und war bekannt auch durch überregionale Auftritte, zum Beispiel Heimatabende, Adventsingen, Geburtstagssingen und kirchliche Messen. So gedachte man alljährlich im September in einem Jahresamt auf dem Ulrichsberg, das selbst musikalisch gestaltet wurde, der verstorbenen Vereinsmitglieder. Die beiden ersten Lieder, die im April 1977 einstudiert worden sind, waren »Abend wird es wieder« und »Wenn die Sonne erwacht«. Bei der Schallplattenaufnahme des Jugendorchesters, bei der diese Gesangsgruppe ebenfalls mitwirkte, wurde das Volkslied »Mein Dörflein am Waldrand« von Bruno Leipold aufgenommen. Abschluss meines Films ist es mir ein besonderes Anliegen, all denen zu danken, die meinen Vater bei seiner unermüdlichen Arbeit stets tatkräftig unterstützt haben. Ich nenne dabei bewusst keine Namen, weil die Gefahr, jemanden zu vergessen, zu groß wäre.